gleich sein, ohne eine Überraschung. Und mit dieser Überraschung begrüße ich euch zu meinem Vortrag, die 8 Todgriffe des Design Shaolin hier in Leipzig. Und ja, gleich am Anfang, was ist denn diese Überraschung? Diese Überraschung ist, dass dieser Titel leider reines Marketing ist. Die Wahrheit ist, nicht einer von euch wird nachher rausgehen und auch nur einen einzigen Todesgriff beherrschen. Tut mir leid, alles Marketing, alles leere Versprechungen, alles heiße Luft. Puff, nichts davon ist wahr. Aber schön, dass ihr alle gekommen seid, denn ich wollte mit dem Titel Neugier erreichen. Ich wollte euch hier reinlocken, damit ich nicht vor leerem Haus spiele. Und bei dem einen oder anderen hat es geklappt. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und selbst wenn ich irgendwas wüsste über Todesgriffe, dürfte ich darüber natürlich nicht sprechen. Denn dieses Wissen darf immer nur weitergegeben werden vom Meister zum Schüler. Aber die gute Nachricht ist, ich darf über Sachen sprechen. Und zwar darf ich mit euch sprechen über die Frage, warum Webdesigner eigentlich so ein großartiger Beruf ist. Und dass man sich das fragt im Jahre 2016 hier auf dem Schumacher-Allee Deutschland in Leipzig, zeigt doch, was hat es denn mit dem Image des Webdesigners auf sich? Warum ist das Image des Webdesigners immer noch in vielen, in manchen, in einigen Köpfen negativ behaftet? Hat es eine Aura des Billigen, des Zusammengefrickelten, des Semi-Professionellen? Ist es überhaupt noch so? Nun ja, es gab vor einiger Zeit, ist auch schon ein bisschen älter, mal eine Umfrage bei Webschaffenden, wie sie sich denn nennen, wie ist denn ihre Berufsbezeichnung? Und ich habe mal eine Liste mitgebracht, und das ist tatsächlich auch nur ein Auszug der alternativen Bezeichnungen. Wie nennen sich denn Webdesigner, um nicht Webdesigner auf ihre Visitenkarte schreiben zu müssen? Naja, da gibt es zum Beispiel den Webgestalter, da gibt es den Homepage-Bauer, spricht mich persönlich an, ich komme ja vom Land, ich weiß aber nicht, ob man damit bei Kunden unbedingt punkten kann. Es gibt den Digital Manager for Content and Layout Consulting, finde ich gar nicht schlecht, kann man seinen Tagessatz schon ein bisschen höher schrauben. Es gibt den Webmaster, den Internetdesigner, den Digitalfrickler, das ist wahrscheinlich ein bisschen mit Augenzwinkern zu verstehen. Es gibt den Online-Entwickler, den Webproducer, den User Experience Architect. Es gibt den Frontend-Entwickler, den Mediengestalter Internet und last but not least, meine persönliche Nummer 1, den Frontend Application Engineer. Hallo, ich bin Frontend Application Engineer, ich löse auch Ihr Problem. Also das klingt doch wirklich, da fühlt man sich doch richtig gut, wenn das auf der Visitenkarte steht. Und wenn der Frontend Application Engineer das obere Ende der Skala ist, dann ist das untere Skala der Word-Dokument als HTML-Abspeicherer. Ja, klingt lustig, ist aber genau des Pudels Kern. Denn in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Berufsbezeichnung Webdesigner nicht gesetzlich geschützt. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass sich jeder Webdesigner nennen darf, unabhängig von seiner, von ihrer Qualifikation und so eben auch der Word-Dokument als HTML-Abspeicherer. Haben wir hier Leute aus der Schweiz im Publikum aktuell? Irgendjemand? Aus den Bergen? Nein? Jemand aus Österreich hier? Jemand aus Deutschland hier? Ja. Naja, da weiß ich ganz genau, dass es kein geschützter Begriff ist. Okay. Das ist das Problem. Es ist nicht geschützt, jeder kann es benutzen. Es hat aber auch historische Gründe. Um denen ein bisschen auf den Grund zu gehen, schauen wir doch mal ein bisschen in die Geschichte des Webdesigns rein. Die Geschichte des Webdesigns ist ja ein junger Beruf, umfasst aber mittlerweile auch immerhin 25 Jahre, also jede Menge Holz. Man könnte darüber stundenlang erzählen, aber keine Angst, ich beschränke mich auf die wesentlichen Punkte, die meiner Meinung nach die Entwicklung dieses Berufsbildes beeinflusst haben. Und vielleicht muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. 1991 wurde von einem Mann namens Tim Berners-Lee die allererste Website gelauncht in Amerika. 1991, also Anfang der 90er, beginnt unsere Geschichte.
Und diese Website, die ist immer noch online, die kann man sich angucken, die ist im Archiv des W3Cs, kann man ganz normal hinsurfen. Ich habe jetzt hier natürlich nur einen Screenshot und so sieht die allererste Website aus, die 1991 gelauncht wurde. Ja, was ist das denn? Responsive Web Design. Das ist Flat Design, das sind reduzierte Inhalte, leichtgewichtig, mobile-friendly, das sind hohe Kontraste, gute Zugänglichkeit, hohe Accessibility. Die allererste Website, 1991. Woher kommen eigentlich die ganzen Probleme, die wir Webdesigner heute haben? 1991, haben wir uns die Probleme etwa selbst geschaffen? Interessante Frage, müssen wir doch mal schauen. Und diese Website ist übrigens auf einem Next-Computer entstanden. Jetzt muss ich ein bisschen klug scheißen. Next ist ja die Firma, die Steve Jobs aufgezogen hat, nachdem er bei Apple rausgeflogen ist. Und ich bin deswegen so enthusiastisch und jeder weiß, ich bin kein Apple-Jünger. Aber ich lese gerade das Buch von Walter Isaacson, Steve Jobs. Und ich kann das einfach nur mal als Leseempfehlung ausgeben. Es ist so unglaublich interessant, wie der Werdegang von Steve Jobs und von Apple Designproduktion, Designentwicklung auch unser Berufsbild beeinflusst hat. Und je weiter man in diesem Buch in die Neuzeit kommt, desto klarer wird es einem, wie viel Einfluss das hat. Also dieses Buch mal eine absolute Leseempfehlung an dieser Stelle. Und ich muss einfach wieder langsamer sprechen. 1992 ist der Table Tag entstanden, der ja später als Werkzeug von findigen Designern zum Layouten benutzt wurde. 1994, das World Wide Web Konsortium ist gegründet worden. Gründer und Vorsitzender eben jener Tim Berners-Lee, den wir schon angesprochen haben, das W3C eben mit dem Anspruch, das Potenzial des Internets voll auszuschöpfen durch die Verbreitung von Standards. 1995 begann der Aufstieg der sogenannten Dotcom-Euphorie. Was hat es damit auf sich? Nun, man muss sich das so vorstellen, Anfang bis Mitte der 90er Jahre war das Internet eine reine Goldgräberzeit. Es war eine unglaubliche Euphorie. Es sind Firmen, Agenturen, Startups wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es gab einen unglaublichen Bedarf nach Internetseiten und natürlich gab es auch einen unglaublichen Bedarf nach Leuten, die Internetseiten gestalten können. Das heißt, jeder, der im Grunde genommen schon mal eine Schülerzeitung publiziert hatte, hat sich plötzlich als Webdesigner in irgendeiner Agentur wiedergefunden und war vollgeschüttet mit Jobs. Ganz viele Anstellungen, es gab Börsengänge noch und nöcher und nicht nur in Amerika, das Ganze gab es auch in Deutschland. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die sogenannte T-Aktie, die Volksaktie, die damals beworben wurde von berühmten deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern, bis Oma Erna schließlich auch hingegangen ist und sich für ihre Rente Aktienpakete gekauft hat. Und wie die Geschichte ausgegangen ist, das werden wir dann noch sehen. 1996 dann die Geburt von Flash, die 2007 dann etwa mit der Einführung des iPhones auf dem Markt zu Grabe getragen wurde. Habe ich euch schon das Buch empfohlen? Habe ich schon gemacht, ja. Frames wurden eingeführt, CSS wurde zum ersten Mal drüber nachgedacht und verabschiedet. 1998 dann CSS 2, 99 CSS 3. Manche Entwicklungen gehen natürlich über die Jahreswenden hinweg. Einige Sachen sind manchmal angedacht worden, erst Jahre später wieder aufgegriffen worden, aber ungefähr ist das so unser Timetable und im Jahr 2000 schließlich ist die Dotcom-Blase geplatzt. Alles, was steil bergauf gegangen ist, ist steil bergab gefallen und ganz viele Internetdesigner, Webdesigner haben sich plötzlich wieder auf der Straße wiedergefunden, weil sie ihre Jobs verloren haben und die Agenturen, wie sie Pilze aus dem Boden geschossen sind, wieder zugemacht wurden. Ups, eins zu viel. Ab dem Jahr 2000 plus der CSS-Siegeszug beginnt. Web 2.0, wir erinnern uns, Social Media erhält Einzug. 2007 dann mit der Einführung des iPhones, Buch habe ich euch, glaube ich, schon empfohlen, war der Fokus dann auf Mobile. Die Designer haben sich mit Grids beholfen, um diesen neuen Ausgabegeräten Rechnung zu tragen. 2010 dann der Vortrag von Ethan Market, der erste Artikel über Responsive Web Design, erschienen, HTML5 wurde eingeführt, verschiedene Designtrends bis etwa ins Heute mit der Technologie, mit der relativ neuen Technologie der Flexbox. Was zeigt diese geschichtliche Entwicklung? Naja, die zeigt vor allen Dingen eins,
dass Webdesigner während ihrer ganzen Laufbahn stets immer hellwach bleiben müssen. Sie müssen sich neue Technologien aneignen, sie müssen sich neue Trends anschauen, sie müssen in Blogs lesen, sie müssen einfach, um am Markt zu bestehen, am Ball bleiben, und zwar permanent. Denn wer stehen bleibt, hat keine Chance, sich auf dem Markt zu behaupten. Punkt. Woher kommt es also, dass das Image des Webdesigners in manchen Köpfen immer noch negativ behaftet ist? Und ist das überhaupt noch so? Und wir haben natürlich mal bei der Prominenz, man hat es eben schon leider kurz gesehen, mal nachgefragt, was haltet ihr denn überhaupt vom Beruf des Webdesigners und wen könnte man besser dazu fragen als Jan Böhmermann, der erst vor kurzem von einer Zeitschrift zu Deutschlands Meinungsmacher Nummer 1 gewählt worden ist. Und vielleicht können wir das Audio noch ein bisschen aufziehen, damit wir das Zitat von Herrn Böhmermann gut hören können. Jan Böhmermann, meine Damen und Herren. Und ja, kann man ruhig mal klatschen. Das ist ein schönes, finde ich, ein schönes Statement. Ja, und war natürlich keine gezielte Frage zu unserem Berufsstand, sondern war ein Ausschnitt aus dem Podcast Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Auch an der Stelle mal eine Hörempfehlung für einen Podcast. Aber in dem Zitat stecken schon ein paar Wahrheiten drin. Also zum einen haben die Berufsstände nicht unbedingt das allerhöchste Ansehen in der allgemeinen Bevölkerung. Und zum anderen war auch hier viele Begriffe, die in einen Topf geworfen wurden. Wir hatten den Grafiker, wir hatten den Systemadministrator, wir hatten den Typografen oder hier liebevoll Typo-Nazi genannt. Und dann sieht man schon, wie die ganzen Berufsgruppen verschliffen werden und die Wahrnehmung der Berufsbezeichnung völlig unscharf wird. Und das ist auch ein weiteres Problem. Denn die Skills, die jemand mitbringt als Webdesigner, die sind nicht klar definiert. Und wenn ich zum Beispiel eine Berufsanzeige lese, wo Webdesigner draufsteht, dann sagt mir ein Webdesigner das noch lange nicht, dass dieser Beruf auch tatsächlich für mich was ist. Im Gegenteil, ich muss erst die ganzen Liste mit Skills durchlesen und dann muss ich für mich persönlich entscheiden, ob ich für den Job qualifiziert bin oder nicht. Das Berufsbild ist einfach unscharf. Bei unserer geschichtlichen Betrachtung haben wir eins gesehen, Webdesigner müssen hellwach sein und die technologische Entwicklung zwingt uns immer dazu, nachzuziehen. Das ist ein Grund, warum wir eigentlich gute Arbeit leisten. Was muss denn ein Webdesigner außer diesen erzwungenen technologischen Skills noch können? Meine Damen und Herren, es folgen meine persönliche 8 Todesgriffe des Webdesigners, betrachtet aus der Perspektive des Selbstständigen. Da wäre der Todesgriff Nummer 1, Akquise, Werbung, Marketing. Naja, ich kann natürlich tolles Design machen, ich kann mich technisch wahnsinnig gut auskennen, wenn mich kein Kunde kennt, wenn niemand weiß, welche Dienstleistung ich anzubieten habe, dann werde ich nicht gebucht, dann kriege ich keine Aufträge, verdiene ich kein Geld. Ganz klar, wir Selbstständigen müssen vor allen Dingen uns in der Akquise, Werbung, Marketing stark machen, E-Mail-Marketing, Blogs schreiben,
Social Media und natürlich auch persönliches Netzwerken, so wie wir es heute alle hier auch auf dem Joomla.de machen. Das ist auch eine Form von Marketing von uns allen, damit wir hier Leute kennenlernen, uns austauschen können und Know-how aufbauen können. Todesgriff Nummer 2 ist die Beratung und die Konzeption. Ich muss als Dienstleister in der Lage sein, ein Projekt nicht nur umzusetzen, sondern im Vorfeld eines Projektes sollte immer eine fundierte Beratung gegenüber dem Kunden erfolgen. Und dazu gehört auch, dass ich die guten Ideen des Kunden mit ins Projekt reinnehme und ihm die schlechten Ideen versuche auszureden. Und das kann ich nur schaffen, wenn ich fundierte Argumente bringe, die der Kunde versteht. Es ist ganz wichtig, dass wir in der Lage sind, unsere ganzen technischen Fachbegriffe zu übersetzen in eine einfache Sprache, die der Kunde nachvollziehen kann. Und wenn wir dann mit guten Argumenten kommen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass fast alle Kunden dann immer sagen, Herr Metzler, ja, wir machen so, in dem Punkt haben Sie recht. Aber ich kann auch nicht auf dem Standpunkt stehen, dass ich alles besser weiß. Denn der Kunde kennt seinen Betrieb am allerbesten. Ich kann immer nur zuarbeiten. Aber der Kern des Themas, der muss immer vom Kunden selbst kommen. Und den sollten wir in unserer Konzeption eben auch unbedingt aufgreifen. Todesgriff Nummer 3 ist natürlich das Screen Design. Für das Screen Design stehen uns mittlerweile zahlreiche, sehr ähnliche Tools zur Verfügung. Was früher der Photoshop war, die Allzweckwaffe, ist heute InDesign, weil es eben verschiedene Seitenanzeigen hat. Es ist Illustrator, weil viele Designer mittlerweile natürlich ihre Grafiken gleich vektorbasiert erstellen. Es gibt zahlreiche Online-Tools, die wir fürs Design benutzen können und aus denen wir auch gleich Mockups exportieren können. Mockups, Click-Dummies für die Kunden, wo sie sich schon mal ein bisschen zurechtfinden können und so ein bisschen ausprobieren können, wie ihre Seite funktioniert. Und ein gutes Screen-Design gehört auch eine gute Präsentation, denn was nutzt ein gutes Screen-Design, wenn ich als Selbstständiger nicht in der Lage bin, das Design dem Kunden auch so zu erklären, warum ich das so gemacht habe und in ihm die Begeisterung für sein individuelles Screen-Design zu wecken. Denn genau das macht den Unterschied aus zwischen einem individuellen Screen-Design und zum Beispiel einem Bootstrap-Template von der Stange. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass Bootstrap-Templates von der Stange per se schlecht sind. Ganz im Gegenteil, es gibt sicherlich sehr viele Anwendungen, wo so ein Template vollkommen ausreicht. Aber wenn ein Kunde Geld bezahlt, wenn ein Kunde investiert in den Designer, dann will er eine individualisierte Lösung, die seine persönlichen Bedürfnisse und seine persönliche Firmenphilosophie aufgreift und im Screen-Design transportiert. Todesgriff Nummer 4 ist die Frontend-Entwicklung. Und das Frontend-Development ist wahrscheinlich der Punkt, der in den letzten Jahren am meisten an Komplexität dazugewonnen hat. Wenn es früher genügt hat, dass wir zum Beispiel eine 960 Pixel fixierte Breite zentriert auf einer Webseite dargestellt haben, dann reicht es heute lang nicht mehr. Wir haben Fixed Layouts, wir haben Fluid Layouts, wir haben Responsive, wir haben Adaptive, wir haben zahlreiche Frameworks wie Bootstrap, wie Foundation, wir haben JavaScript-Bibliotheken wie jQuery, AngularJS und whatever es alles gibt. Und all das will von uns irgendwie untersucht werden und entschieden werden, was tue ich in meinem persönlichen Webdesign-Koffer, was will ich als Tool benutzen, was funktioniert für mich, womit fühle ich mich wohl und was lasse ich lieber draußen. Todesgriff Nummer 5, installieren und einrichten eines CMS. Und das kann ja tatsächlich auch ein richtiger Kampf sein. Viktor Vogel und Ufo, die kleine Show-Einlage konnte ich den Jungs nicht ausreden. Jungs, vielen Dank. Ja, das ist die Joomla-Community, meine Damen und Herren. Das sind echte Joomla-Menschen.
Ja, kann ein richtiger Kampf sein. Natürlich, wenn man mit einem CMS neu anfängt, jedes Content-Management-System hat seine eigenen Haken und Ösen. Nicht jedes CMS ist unbedingt für jede Anforderung auch gleich gut geeignet. Es gibt durchaus Unterschiede und wahrscheinlich haben alle sich hier schon mit mindestens mal zwei Systemen in ihrer Laufbahn auseinandergesetzt und festgestellt, dass hier auch wirklich Unterschiede herrschen in der Handhabung. Und das Ganze kann halt wirklich ein richtiger Kampf werden. Ganz anders fühlt sich die Sache natürlich an, wenn wir das mit Joomla machen, dann ist es ein richtig sinnliches Erlebnis, eine Joomla-Installation. Das macht Spaß. Ich bin oft auch ganz allein, wenn ich Joomla installiere. Ich muss sagen, die Bildersuche für diesen Vortrag, die hat extrem viel Spaß gemacht. Und wenn man nach Shaolin Trashfilm sucht für Screenshots, das ist die wahre Freude. Todesgriff Nummer 6 ist die Suchmaschinenoptimierung. Was nutzt das schönste Screen-Design, die beste Beratung, das technisch tollste Projekt, wenn die Website am Ende des Tages nicht von den Kunden gefunden werden können? Es stehen uns mehr oder weniger komplexe Werkzeuge für die Suchmaschinenoptimierung zur Verfügung. Wir müssen stets einen klaren Blick aufs Ziel haben, die On-Page-SEO-Optimierung mit Joomla zum Beispiel, verschiedene vernünftige Titels vergeben, die Meta-Description, Einrichtung einer Sitemap, Google Webmaster Tools, um jetzt mal nur einen ganz großen Bogen zu spannen. Auch das allein ist für sich eine sehr spezielle Disziplin, die viel Know-how braucht. Todesgriff Nummer 7, Selbstdisziplin und Projektmanagement. Gerade als Selbstständiger habe ich natürlich keinen Chef, der mich triezt, dass ich morgens um 8 oder um 8:30 in der Agentur am Arbeitsplatz sein muss, sondern die Disziplin, die muss ich selbst mitbringen. Ich muss mich selbst motivieren, jeden Tag meine Zeit zu arbeiten. Es gibt Zeitpläne, es gibt Deadlines, es gibt Milestones, die einzuhalten sind. Der Druck kommt vom Kunden, nicht vom Chef. Ich bin mein eigener Chef, also muss ich Selbstdisziplin mitbringen. Und zum guten Projektmanagement gehört meines Erachtens auch immer, frühzeitig zu kommunizieren, wenn es eben Probleme gibt. Gerade hinsichtlich Milestones oder gar Deadlines. Fehler werden gemacht, immer offensiv kommunizieren, frühzeitig beim Kunden kommunizieren. Aus meiner Erfahrung heraus ist ein Kunde 1000-mal handzahmer und freut sich darüber, dass er frühzeitig kommuniziert bekommt, wenn es Probleme gibt, als wenn ich mich als Dienstleister vielleicht aus Angst vorm Kunden gar nicht melde, die Deadline rückt immer näher und der Kunde muss von sich aus nachfragen, ja, warum hören wir denn nichts? Dann bin ich nämlich in der Defensive und muss mich erklären. Wenn ich von vornherein offensiv kommuniziere, dass es Probleme gibt, ist es meines Erachtens nach immer die allerbeste Lösung. Kunden machen auch Fehler, die haben Verständnis dafür, dass wir auch nur Menschen sind und Fehler machen, deswegen offensiv kommunizieren. Und natürlich auch umgekehrt, der Kunde muss zum Beispiel Content, Grafiken, irgendwelche Sachen zuliefern, hat dafür auch Deadlines, dann muss ich auch in der Lage sein, dem Kunden klar zu sagen, ich brauche diese Materialien bis dann und dann, sonst verschiebt sich die Deadline leider um so und so viel. Klar kommunizieren, freundlich, offen kommunizieren, macht ein gutes Projektmanagement aus. Und last but not least, der Todesgriff Nummer 8, kaufmännische Kenntnisse, die brauchen wir Selbstständigen natürlich auch. Wir müssen fundierte Angebote erstellen, die für den Kunden nachvollziehbar sind. Wir müssen vernünftige Rechnungen erstellen. Wir müssen eine vernünftige Preisgestaltung für unsere Dienstleistungen finden, die irgendwo nachvollziehbar für den Kunden, aber vor allen Dingen auch für uns selbst ist. Wir müssen Steuer machen, wir müssen Buchhaltung führen. Wir können natürlich sagen, Designer sind ja oft auch Künstler und haben mit Zahlen manchmal nicht allzu viel am Hut. Wir wollen das alles nicht, wir haben keine Lust darauf. Dann müssen wir die Größe haben, das Ganze in professionelle Hände auszulagern. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber unterm Strich braucht der Webdesigner, wenn er es selbst macht, fundierte kaufmännische Kenntnisse. So, und was ist denn nun das Fazit dieser ganzen Geschichte? Also wir haben zusammen eine kurze Zeitreise über 25 Jahre Entwicklung gemacht. Wir haben gesehen, wie viele Skills der Webdesigner mitbringen muss, um erfolgreich sich dauerhaft am Markt zu behaupten. Mein persönliches Fazit ist, dass der Begriff Webdesigner zu Unrecht von manchen Leuten negativ behaftet ist. Denn er braucht wahnsinnig viele Skills, er muss immer hellwach sein, er muss immer bereit sein, sich mit neuen Technologien einzulassen und darüber hinaus persönliche, kommunikative Management-Skills
bis hin zur Psychologie all das mitbringen. Ich würde daher plädieren, mit Fug und Recht den Webdesign-Titel mit Stolz zu tragen und mit der Hoffnung verbunden, dass dieser Begriff vielleicht auch irgendwann gesetzlich geschützt ist, möchte ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich bin Alexander Metzler und ich bin Webdesigner. Dankeschön.